Ja, gut, das macht's automatisch. Das bin nicht ich, das ist das Spiel. Jetzt muss ich aber auch noch irgendwie einstellen. Und schon wieder. Gibt's eigentlich auch eine Außenperspektive? Was? Nicht nach links gucken? Es gibt doch irgendwie auch eine Außenperspektive. Was? Scheibenwischer? Nee, brauchen wir nicht. Reicht jetzt. Ist gut. Wie schalte ich den Dreck aus? Ah, Busfahrer überfordert. What the fuck? Hallo? Oh. Ist gut jetzt. Wie schalte ich den Trotz aus, Mann? Fahrerfenster. Nein, nein, F3 wahrscheinlich. Gib Gas. Alter. Oh, Busfahrer überfordert. Heilige Scheiße. Oh, wir haben hier ein schönes AKW. Wo sind wir bei Würzburg? Ja, ich glaube, da steht sogar wirklich eins. In der Nähe. Schön mit den zwei riesen Türmen. Wir müssen ja auf unsere Straße achten. Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Was haben die Leute, Alter? Wir haben den letzten auch mal mit dem Bus gefahren und der ist einfach mal 120 auf der Autobahn gefahren, obwohl er das nicht darf. Sagt auch niemand was. Die immer mit ihren blöden Kommentaren, Alter. Kurve. Ja, aber ich muss echt sagen, also entweder ich hole mir dann ein Lenkrad, weil das ist dann auch deutlich angenehmer zu fahren, oder ich muss die Controller-Einstellung noch hart einstellen, weil das ist einfach so extrem eckig eingestellt, der Controller. Also da bewegst du bloß minimal und du bist schon was weiß ich wo. Klar sieht es ein bisschen smoother aus, aber wie gesagt, hier, ich bewege bloß minimal meinen Controller. Also den Stick, und der macht halt schon die übelsten Bewegungen. Aber ist auf jeden Fall ein bisschen besser eingestellt wie letztes Mal. Aber da für so ein Spiel oder auch für ich sage immer für Rennspiele ist einfach Lenkrad immer besser. Also wenn ihr das Geld irgendwie noch habt oder dass ich euer Geburtstag oder Weihnachten vor der Tür steht und ihr gerne Rennspiele oder irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so Simulation spielt, und ja, dann wäre ein Lenkrad echt nicht schlecht. Auch wenn es ein bisschen die Sicht behindert, muss ich ehrlich sagen. Aber Schaden tut es wirklich null. Außer ihr habt vielleicht einen gut eingestellten Controller, aber man kann ja selbst nicht in jedem Spiel den Controller einstellen. Und deshalb, ja, ein Lenkrad ist da halt, da hat man selber dann sozusagen die Macht in der Hand. Wir haben ja nur noch 42 Kilometer. Okay, die Ankunft ist anscheinend erst in einer Stunde. Was haben die denn ausgerechnet? Man darf hier 100 fahren und Bus darf 100 fahren? Ja, was haben die denn ausgerechnet? Oh je. Wenn Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Ja. Vor dir im Sitz ist doch eine Kotztüte, ist doch kein Problem, Alter. Okay, aber die 42 Kilometer, die gehen irgendwie nicht weg.
Also es wird irgendwie 31 Euro, okay. Wir müssen jetzt wieder hier rüber. Weil wir sind ja Bus, wir müssen auf der rechten Seite fahren. Da links ist wieder, habe ich gerade gesehen. Da hinten irgendwo. Wo habe ich es denn gerade gesehen? Oio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 
So, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Aufenthalt im Flixbusch. Genau, einen schönen Tag. Da ist noch ein Koffer, hallo. Hallo? Hat jemand von Ihnen einen Koffer vergessen? Hallo? Nee, ihr habt alle einen. Doch, liebe Frau, Sie haben Ihren Koffer vergessen. Sie haben Ihren Koffer vergessen. Kommen Sie nochmal her. Oder sitzt hier noch jemand drin? Okay, was passiert jetzt? What the fuck ist gerade passiert? Ist der gerade hinten? Was macht unser Bus? Oh, ich sehe mich! Oho! Wie weit ist denn das Depot entfernt? Oder gibt's hier gar keins? Gibt's hier gar keins? Wie ist denn das Depot gekennzeichnet? Gar nicht. Ich würde einfach mal sagen, ich steige hier nochmal schnell ein, wir machen hier alles zu. Ja. Türe nicht geschlossen. Ja, schließ doch die Türe, Mensch. Und ich glaube, ich weiß, wo das Depot ist. Ich versuche jetzt mal kurz hinzufahren. Weil da vorne hat einfach gerade die Straße aufgehört. Aber ich glaube, ich weiß, wo das Depot ist. Also, ich denke hier. Hier. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich fahre jetzt einfach mal hin. Und wenn nicht, dann bleibe ich einfach am Straßenrand stehen, ja, und muss halt gucken, wie ich verbleibe. Wir haben grün. Wunderbar. Ah ja, genau. Habe ich doch richtig gesehen. MB ist Magdeburg. Also die haben anscheinend... Was da? Schon wieder? Die haben anscheinend Verkehrszeichen eingeführt. Die schaffe ich noch. Oh. Schaltet aber schnell um. Hätte sie nicht so schnell umgeschaltet, hätte ich es noch geschafft. So. Geradeaus unser schönes Depot. Was stehen da für Autos? WE ist, was ist ein WE? Keine Ahnung. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Warum haben die grün? Warum habt ihr grün? Nur mal so dumm gefragt. Oh Mann, diese Blöde. Hier müssen wir dann noch unser Bus abstehlen. Ach komm, wir fahren gleich hier ins Depot rein. Wunderbar. Perfekt. Machen noch die Türe auf. Steigen aus. Oh shit, wir kommen gar nicht mehr raus. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Ciao.